Ferienzeit, Zeit für Hobbys. Und ich schaue heute in die analoge Reputation. Was ist das eigentlich? Warum macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen? Hier meine Präsentation. Ich habe wieder Beispiele mitgebracht. Und wir schauen uns die an, wenn das Ding geladen hat. So, also natürlich gibt es sehr viele aktuelle Fälle gerade. Und ich fange an mit George Santos. Das ist ein fantastisches Beispiel dafür, was Menschen tun, um ihre Reputation zu steigern. Sie suchen eine Abkürzung, ihr Ansehen zu steigern, also in die Höhe zu bringen, das Ansehen, wie man sie ansieht. Und er hat auf seinem Weg zur Bewerbung als amerikanischer Senator eine Menge Dinge gemacht in seinem Lebenslauf, nämlich Universitätsbesuche, prestigiöse Arbeitgeber, seine Herkunft und seinen angeblichen Immobilienreichtum mehr oder weniger erfunden. Und für uns ist es ein Beispiel einfach, wie wichtig den Personen diese Errungenschaften sind. Alte Geschichte, das hat ein CEO gemacht, der CEO von Yahoo wurde, nämlich hat auch vor allen Dingen Computer Science Abschluss erfunden, den er gar nicht hatte. Oder der Vorstandsvorsitzende von Bausch und Lomb hat auch in seiner Abschluss gefaked, eigentlich in seiner offiziellen Firmenbiografie, hat den Job nicht verloren, aber musste einen Bonus zurückzahlen und hat natürlich sein Ansehen hat gelitten. Aber das gibt es halt ebenso auch in anderen Bereichen, auch im Sport hier. Der Coach eines berühmten amerikanischen Football-Universitätsclubs, der hat auch über seinen athletischen und seinen akademischen Hintergrund gelogen. Ja, selbst die amerikanische Präsidentin des Olympischen Komitees der USA, Sandra Baldwin, müsste deshalb zurücktreten. Hier ist sie auf dem Bild mit Henry Kissinger. Also es sind wirklich sehr, sehr hochstehende Positionen. Und das gibt es auch sogar im Bereich der Küche, der gehobenen Küche. Ein Sternekoch, der gesagt hat, er hätte die Hochzeitstorte von Prinzessin Diana kreiert, im Weißen Haus gekocht und wäre zum Ritter geschlagen worden. Der ist aufgeflogen, weil ihn sein Innenarchitekt und ein Webberater haben auffliegen lassen, hat Rechnungen nicht bezahlt. Lauter Beispiele eben nochmal, wie wichtig diese analoge Reputation ist, alles das, was man im wirklichen Leben nachprüfen kann. Und das genau ist das, was Journalisten und interessierte Personen tun. Es gibt noch einen Sonderfall, das sind die Plagiatsvorwürfe. Plagiatsvorwürfe scheinen so eine Spezialität zu sein in Deutschland und in Österreich. Da wird man öfter mal überführt, eine wissenschaftliche Arbeit zu in Teilen abgeschrieben zu haben. Und da gibt es auch direkte Plagiatsjäger, die nichts schöner finden, als diesen Menschen auf die Schliche zu kommen. Sie erinnern sich vielleicht auch, dass Olaf Scholz und Annalena Baerbock auch mal in seine Fänge geraten sind. Aber hier die Abschreibministerin und der Polizeidirektor der Stadt Linz, glaube ich, das waren alles Österreicher. Gut, was nehmen wir mit? Wir sehen, dass tatsächlich analoge Reputation aus bestimmten Elementen besteht. Die Schulbildung macht einen sehr, sehr hohen Anteil davon. Der Besuch einer Elite-Universität steht sehr hoch im Kurs, aber genauso Buchveröffentlichungen, Mitgliedschaften in Top-Vereinigungen, Sozialaktivitäten, Aufsichtsratsmandate und Mitgliedschaften in Wirtschaftsverbänden und anderen prestigiösen Vereinigungen. Wenn man diese Kriterien einmal festlegt, und das haben wir vor etwa 10 Jahren zum ersten Mal gemacht, haben wir die auch bewertet, gegeneinander abgeglichen, was wiegt wer, was ein Aufsichtsratsmandat oder Abschluss an einer Top-Uni, dann können wir hier zu Scores kommen. Und Sie sehen im Bild den Vergleich zwischen einem CEO, einem Start-up, einem jungen CEO und zum Beispiel jetzt hier dem deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und da sieht man, dass der Start-up-CEO natürlich eine ganz jüngere Generation, dass der auf einem viel leichteren Footprint sozusagen daherkommt wie der Wirtschaftsminister, der sehr viel publiziert hat, der in sehr viel Vereinigungen ist
und der jetzt im Moment keine aktiven Mandate hat, aber dennoch in seinem analogen Lebensumfeld sehr, sehr viele dieser harten Faktenerrungenschaften vorweisen kann. Fazit: die analoge Reputation. Fazit: Fazit, die analoge Reputation. Fazit, die analoge Reputation. Fazit, die analoge Reputation ist ein Gut, das kostet sehr, sehr viel Zeit, um es zu erwerben. Und es ist den Menschen wirklich wichtig. Sie suchen das hohe Ansehen, dass man zu ihnen aufschaut. Und an den Übertreibungen und Fälschungen erkennt man eigentlich erst, wie wichtig ihnen das ist, dass sie glauben, dass sie dadurch einen höheren Selbstwert, ein höheres Ansehen bekommen, was ihnen mehr Türen in eine weitere wichtige, prestigiöse Zukunft öffnet. Aber man muss auch sagen, dass seit 2005, seit der Ankunft des Internet in der breiten Masse der Menschen auf dem Globus, dass da die analoge Reputation angefangen hat, zu leiden kann man nicht sagen, aber weniger wertvoll zu sein, weil neue digitale Errungenschaften dazukommen. Und die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Susanne Müller-Zandtop, freue mich, dass Sie dabei waren. Wir bei CEO Positions können Reputation für Unternehmen und für Personen. Wir machen Personal Branding und wir können sehr viel tun für fast skalierende Startups und große KMUs, die börsenkotiert sind. Vielen Dank.